Die Invictus Games sind für Herzogin Meghan und Prinz Harry eine echte Herzensangelegenheit. Bei der Sportveranstaltung treten physisch und psychisch verwundete SoldatInnen an. Prinz Harry, der selbst beim Militär im Einsatz war, besucht seit Jahren immer wieder die Veranstaltung. 2017 zum ersten Mal nicht alleine, denn zu den Invictus Games in Toronto begleitet ihn seine damalige Freundin Meghan Markle. Der öffentliche Auftritt des Liebespaares. In zerrissener Jeans, mit lässigem Hemd und cooler Sonnenbrille zieht die schöne Schauspielerin schon damals alle Augen auf sich. Was folgt, ist Geschichte. Harry und Meghan heiraten am 19. Mai 2018. Gut ein Jahr später kommt Söhnchen Archie auf die Welt. 2020 dann der sogenannte Megxit. Harry und Meghan verlassen das britische Königshaus und ziehen nach Kalifornien, wo 2021 Tochter Lilibet auf die Welt kommt. Eine Liebesgeschichte wie aus einem Hollywood-Film.